Achtung, Präsentation E-Business, Klappe bitte. Was das E vor dem Business bedeutet, ist jedem klar. Aber was ist das speziell? Das und andere Fragen beantwortet mir jetzt der wissenschaftliche Mitarbeiter Herr Sinn. Also bei vielen Schülern, so die ja frisch von der Schule kommen, ist es ja meistens so, dass sie sich vielen neuen Herausforderungen stellen müssen, gerade beim Studium. Gibt es denn da so Sachen, die immer besonders auffallen bei Studenten, die neu sind? Ja, eine große Sache ist, dass die Studenten das erste Mal scheinbar auf sich allein gestellt sind. Das heißt, es steht keiner mehr dahinter, der sagt, du musst jetzt da zu den Vorlesungen gehen, du musst zu den Übungen gehen. Und genau das ist die große Herausforderung in den ersten Semestern, dass man lernt, sich selber zu organisieren. Dass man lernt, sich selber zu motivieren, hin zu meinetwegen komplizierten Informatikvorlesungen zu gehen. Und das ist auch mit das Wichtigste, was man machen muss. Von der Uni-Website habe ich schon erfahren, dass Mathe und Informatik wichtigste Bestandteile von E-Business sind. Und dann noch Wirtschaftswissenschaft. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch nicht so richtig verstanden, was es damit auf sich hat. Aber Herr Sinn kann den Studiengang sicher so erklären, dass es jeder versteht. Also E-Business setzt genau in dem Schnittpunkt zwischen den Wirtschaftswissenschaften und der Informatik an. Wird dann zur Wirtschaftsinformatik. Und wenn man das im Einsatz umschreiben will, dann ist es Programmieren, Mathematik und die ganze Betriebswirtschaft, die dann letztendlich dahinter steht, um daraus ein Unternehmen zu gründen, daraus Gewinn zu erwirtschaften und daraus sich selbstständig zu machen beispielsweise. Okay. Und es ist ja jetzt auch zum Beispiel bei mir so, dass ich jetzt noch nicht wirklich weiß, was ich eigentlich machen will. Haben Sie denn einen Tipp für Leute, die vielleicht studieren wollen, aber noch gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich machen wollen? Lass dir Zeit. Lass dich nicht drängen. Und hör vor allen Dingen darauf, was dein Bauchgefühl dir sagt, wo du hingehen möchtest. Denn dann macht das Lernen auch Spaß, dann machen die Fächer Spaß. Und das sieht man dann halt auch an den Noten und am Studienverlauf. Okay. Und ich habe vorhin schon so ein Stichwort gehört, das hieß irgendwie also Probestudium. Sowas gibt es ja hier auch, was kann man sich darunter vorstellen? Also im Probestudium lädt die BTU Cottbus Schülerinnen und Schüler ein für eine Woche. Und man kann im Wohnheim wohnen, man geht mit zu den Vorlesungen, man geht mit zu den Übungen. Die Vorlesungen sind dann natürlich ein bisschen angepasst, also ein bisschen leichter im Thema. Aber dass man einfach mal eine Woche lang wirklich dieses Studentsein mitmachen kann. Ja. Mit allen Vorlesungen, mit allen Partys und so weiter. Okay. Ich glaube, es lohnt sich wirklich hier bei der BTU Cottbus zu studieren. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Ja, und damit sage ich nur Cut für den Film E-Business. Ich gönne jetzt einen schönen Blick.